Bevor meine Eltern mich Werner gerufen haben, bevor ich auf den Namen Werner als den meinen reagiert habe, bin ich ein kleines Putzi, ein Putzile noch, Guckile genannt worden. Ein Kosename. Jo, du Guckile, du! Natürlich ist Koflers Werk eigenständig und unvergleichlich. Wie Kofler an seinem Schreibtisch viele Stimmen zusammenführt, Stimmen, die sich gegenseitig ins Wort fallen, sich überlagern, die Mozart und Schubert anklingen lassen, das ist unvergleichlich. Zugleich war der Schreibtisch eine Bastion für Kofler, von der er aus die Realität mit literarischen Mitteln bekämpfte.